richtungsweisend gespielt hat. Auf jeden Fall, Tom, das Stadion erstaunlich gut gefüllt. Die Fans halten ihrer Mannschaft die Treue und ich hoffe für die Zuschauer, dass die Mannschaft das auch belohnt, indem sie besonders gut spielt. Also das wird mal richtig packen aus der Mannschaft. Modric hat den Ball. Ja, das war viel zu überhastet gemacht. Konzentriert, wie der Abwehrspieler da in den Zweikampf geht. Da gucken Sie mal, das war ein Kopfball wie aus dem Nirgendwo. Ja, und der Pfiff des Schiedsrichters erfolgt hier völlig zu Recht. Es gibt Freistoß. Völlig richtige Entscheidung des Schiedsrichters, finde ich. Nur Freistoß, das hätte aber auch ins Auge gehen können. Ja, und hier die klare Entscheidung, Abstoß. Ja, der Ball kommt weit. Super Pass. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Und super, wie er den da rausgeholt hat. Ja, und der Keeper spielt den Ball weit übers Feld. Ein langes Zuspiel hier, klasse. Ja, das ist doch eine ganz klare Aktion gewesen. Da muss es Freistoß geben. Also unfassbar, wie der den Ball überhaupt noch rausgeholt hat. Oh, in solch einer Situation. Jetzt die Augen nur nach. Der Ball ist drin, die Gastgeber gehen in Führung. Da hält es natürlich kein mehr auf den Sitzen. Was für ein Tor. Was hatte der schon für Chancen heute? Hut ab vor dem Spieler, hat nicht aufgegeben. Und jetzt hat er das Tor erzielt. Gut vorstellen. Mühelos fängt der Keeper diese Flanke ab. Und der Torwart denkt sich bloß erstmal raus aus der Gefahrenzone. Oh, und der landet auch noch genau beim Mitspieler. Hat nur noch den Torwart vor Augen. Ein bisschen mehr hatten sich die Fans in dieser Situation schon erhofft. Kämpferisch, ohne Fehl und Tadel. Sie wollen unbedingt noch den Ausgleich. Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Er weiß, wie man es macht. Schauen wir mal, was er aus dieser Situation macht. Ja, und der Mann weiß, wo die Bälle hin müssen. Junge.
Das müsste eine Ecke geben. Was für ein Tor! Oh, was war denn das für ein Ding? Unglaublich! Und der Trainer hat noch gewarnt. Passt auf bei Standardsituationen. Und dann dieser Eckball. So, den langen Ball hat er genau getimt. Er kriegt hier den Ball nach vorne. Und da zeigt er Übersicht und spielt den Ball lang und genau. Der Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß. So, den muss er jetzt reinmachen. Es ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindlig spielt. Oh, das könnte jetzt ganz gefährlich werden, wenn er jetzt nur noch die Nerven behält, eine gute Flanke schlägt. Luka Modric. Die erste Halbzeit ist vorbei, 2:0 der Spielstand. Ja, die Hälfte ist rum, sie haben gut gespielt. Hatten viele Chancen, haben einige Tore geschossen. Also das spiegelt doch das Halbzeitergebnis ganz deutlich wider. Wir sind gespannt darauf, was die zweite Halbzeit bringen wird. Und die zweite Halbzeit läuft. Ja, das hat er gut gemacht. So, und jetzt nach dem Ball hat er die Möglichkeit. Ganz knapp geht der Ball vorbei. Per Kopf weitergeleitet. Ja, da hat er sich vielleicht selbst gewundert über diese Distanz, aber ist gut gegangen. Ja, das macht er gut, per Kopf. Schnell das Mittelfeld überbrückt mit einem langen Ball. Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Das ist unglaublich. Jetzt hat er den Platz. Achtung, jetzt brennt's. Der Ball geht über die Torauslinie, deswegen Abstoß. Na klasse, wie der Abwehrspieler das gemacht hat. Hat den Ball zurückerobert. Solche Ballverluste können teuer werden. Genauso stellen wir uns das vor. Ah, das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Souverän geklärt. Ja, wie ich sehe, machen sich da eine Reihe von Spielern neben der Seitenlinie warm. Da werden wir jetzt wohl gleich mindestens eine auswechseln. Und Achtung, Modric. Ein perfekter, weiter Ball. Ja, und da könnte sich jetzt eine Möglichkeit ergeben. Absolut spitze. Ja, das ist ja überhaupt kein Problem für den Torhüter, diese Flanke. Gut gemacht vom Keeper. Kopfballspiel, das ist halt eine große Stärke von ihm. Ja, das war mal eine Gefahr, jetzt ist es keine mehr, der Ball ist geklärt.
Der Ball lange in der Luft und deswegen kein Problem für den Torhüter. Und sie sind nicht nur als Einheit stark, sondern auch die Einzelspieler machen da hinten einen ganz souveränen Eindruck. Ja, das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Luka Modric. Als hätte der Kimmer und Korn im Schuh. Jetzt müsste er eigentlich flanken. Und mit solch einem Ball kann man eine Abwehr in Verlegenheit bringen. Ja, es könnte sein, dass er die Situation damit geklärt hat. Das wird gefährlich. Und der Ball kommt an und das bei der Entfernung. Respekt. Also wenn die Flanke so dicht vors Tor kommt, dann ist das überhaupt kein Problem für den Torhüter. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch für den Fußballsport. Tja, was wird er sich denken? Wenn der den Ball nicht haben will, dann nehme ich ihn halt. Ist doch logisch. Die Spieler machen sich warm am Rande des Spielfelds. Und der Trainer hat sich wohl jetzt entschieden, mindestens mal eine Auswechslung vorzunehmen. Jetzt muss die Abwehr aufpassen. Ja, und jetzt spielen sie mit viel Druck nach vorne. Ja, da ist das Reaktionsvermögen des Abwehrspielers gefordert und der klärt den Ball. Gut gesehen. Vor einer Gelegenheit mit den Fingerspitzen war er noch dran, aber die Situation ist noch nicht bereinigt. Den Ball gleich wieder zurückerobert. Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball. Und zum ersten Mal in diesem Spiel wechselt der Coach aus. So, das war's. Und ich glaube, mit dem 2:0 können Sie sehr zufrieden sein. So, Tom Beyer sagt, Dankeschön, liebe Zuschauer, für Ihre Aufmerksamkeit. Und vielen Dank natürlich auch an Sebastian Hellmann.